celebrating an otherwise uneventful senior dance when two local men, identified as 43-year-old Puckett Wayford and his 24-year-old son Grant Wayford, entered the gymnasium with a variety of... Yo, weiter geht es mit einer neuen Folge Kettensägen-Massaker. Wir spielen diesmal Überlebende. Endlich meine zweite Runde bei den Überlebenden. Und ich bin gespannt, ob wir hier lebend rauskommen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, bewerten, kommentieren. Den Kram, den man eben immer machen kann, ne? So, wir sollen uns hier umsehen. In den Knochen kann man meistens sowas wie ein Messerchen finden. Aber wir müssen vorsichtig sein, denn Lederlippe treibt hier unten schon wieder sein Unwesen. Oh, schaut euch das an, ne? Wie schnell man laut wird. Komm schon, Baby. So, Messerchen. Ich höre ihn doch. Irgendwo höre ich ihn. Dietrich. Gesundheit. Warte, hier könnte ein Dietrich drin sein, ne? Let's go. Wurde mein einer Mate da hinten schon getroffen? Boah, ich habe keine Ahnung, wo die anderen sind. Eine Minute lang überlebt. Ja, das ist auf jeden Fall solide, ne? Ich habe eine ganze Minute überlebt. Oh ja, der eine da hinten wird schon gemetzelt. Lockpeak. Oh, das kann was werden. Gott sei Dank hört man die Kettensäge relativ gut. Ah. Alright. Okay, okay. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Alles klar. Ich hol uns hier raus. Wenn das Ding mal geknackt ist, können die Killer das wieder zumachen? Kann die Family das wieder abschließen? Weil das wäre schon irgendwie mies, ne? Oh nein! Großvater! Ich war zu laut. Oh, verflucht. Und ich habe mich auch noch bewegt. Der Opa hat gebrüllt. So, was nun? Generatoren muss man... Ah, durch! Oh nein! Durch! Oh, hier oben, der sieht mich so easy. Geil. Geil, Mann. Durch. Adios, du Trottel. Ich habe keine Ausdauer. Er hat. Durch. Durch. Ich muss irgendwie runter. Wo geht's runter? War das mein Todesurteil? Wow! Durch! Moin! Wie komme ich runter? Wo komme ich runter? Hier nochmal durch. Hat er mich verloren? Naja, irgendwo hier muss es ja runtergehen. Denn ich bin ja von hier gekommen. Oh Mann, der Typ ist immer noch hier. Wow, 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 wow. Ich habe noch eine Heilung. Oh nein. Ey, alle sind hier.
Ich muss unten... Oh, verflucht, der ist auch hier. Yo, Bro, ich hab ein Ventil. Was haben wir denn hier drüben? Dietrich. Did they really leave? I don't know about this. Hm. Okay, wir müssen runter. Wir müssen runter. Hier ist der Generator. Wie bin ich hochgekommen? Heilung brauchen wir im Moment nicht. Achtung. Der brüllt. Oh, ich höre die Kettensäge. Ja, Connie, ich habe leider auch keine Lösung. Yikes. Generator, wo ist der Generator? Komm schon, Fokus! Ich habe keine Ahnung. Irgendwo hier muss er sein. Ist er das? Nö, ist nur eine tote Frau. Da drüben. Was ist das? Ist das ein Generator? Vorsicht. Das ist kein Generator. Kacke, wo ist dieser Generator? Irgendwo hier. Irgendwo hier unten. Was? Jemand ist geflohen. Wie? Oh, hier, 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 ich hab ihn. Alright. Oh Gott, es dauert ja ewig, das Ding aufzudrehen. Komm schon, Baby. Komm schon! Okay, überlebender zu sein ist so viel intensiver als Familie. So, wie komme ich jetzt hier raus? Es gibt doch bestimmt auch unten Ausgang, oder? Exit. Oh, einer wurde hingerichtet. Cool. Okay, warte mal. Einer hingerichtet. Ist irgendjemand geflohen? Was ist das hier? Ist das der Ausgang? Ist das Exit? Okay, wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Ich muss nach oben. Wie komme ich hier raus? Hier vorne ist ein Exit. Oh nein! Oh no! Wow! Wow, 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 wow. Okay. Oh nein. Egal jetzt. Geflohen.
Ich verlaufe mich hier immer wieder. Ich muss die Karten halt einfach mehr kennen. Wo geht's hier raus? Okay, warte, hier ist die Leiche. Hier bin ich irgendwo reingekommen. Das ist ein Exit. Was fehlt hier? Sicherungskasten? Oh nein, sag nicht, das ist oben im Sicherungskasten gekoppelt. Oh, da drüben ist Leatherface. Geflüchtet. Ich bin noch hier und Manflash. No! No! Ich muss nur den Weg nach oben finden. Manflash ist auch weg. Oh, nur noch ich. Ich bin die Letzte. Oh ja, 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 ja. Ja. Okay. Okay. It's too quiet. Something's not right. An sich geht's mir gut. Ist das offen? Nein. Bin ich hier überhaupt richtig? I don't know. Ist das offen? Sei offen. Ist offen. Oh yes, oh yes, oh yes. Ja, ich bin auch entkommen. Das ist sogar das Tor, glaube ich, dass man mit dem Generator irgendwie, ne, in Verbindung bringen muss. Geil, Mann. Sehr, sehr geil. Ja, ich würde sagen, noch eine Runde. Runde 2 als Überlebender, als Opfer. Das ist die richtige Bezeichnung. Opfer. So, ich habe noch nie ihn hier gespielt. Ich habe keine Ahnung, ob die sich auch wirklich jetzt in der Version groß unterscheiden. Ich weiß es nicht, weil man kann ja noch nicht so richtig Perks auswählen. Und ich kann auch gar nicht sagen, was die Symbole da unten machen, denn es gibt ja nicht die Möglichkeit, sich das mal durchzulesen. Also im Moment ist alles nur, so ist das Spiel. Mehr wirst du aber auch jetzt aus dieser Version nicht rauslesen können. Zumindest für mich persönlich. So kommt es für mich persönlich rüber. So, hier ist wieder der Generator. Ja, so langsam erkenne ich dann auch, wie die Maps so strukturiert sind. Dietrich ist halt erstmal das Wichtigste. Und hier könnte einer drin sein. Ja, zum Beispiel jetzt hier unten Türsymbol. Tür abgeschlossen Symbol und ein Ventilsymbol. Ich würde jetzt mal daraus schließen, dass er zum Beispiel besonders schnell das Ventil drehen kann und vielleicht auch schneller Türen knacken kann, weil er schwarz ist. Rassismus! Was weiß ich? Keine Ahnung. Ich kann doch nur die Symbole da unten interpretieren. Der Schwarze kann Türen schneller knacken. Cool. Hier war doch irgendwie so eine Tür nach oben. Oh, Vorsicht. Wo ist mein Mate? Ich höre sie. Let's go.
Steht da drüben jemand? Nee, ist ein Ventilator. Opi! Mit seiner Kartoffelnase. Ich glaube, wenn man hier irgendwas knackt, dann hat es keinen Einfluss darauf, ob der Opa dich sieht oder nicht. Das ist schon mal gut. Ich glaube, der kann ein bisschen schneller die Schlösser knacken. Kommt mir zumindest so vor, wenn ich hier so die Anzeige beobachte. So, Exit. Die macht da hinten ihre letzten Gebete. Die ist da am Rumbeten, während wir hier reagieren. Aus dem Keller geflohen. Ich bin auch aus dem Keller geflohen. Und niemand jubelt mir zu. Da steht nirgendwo, Keystro ist aus dem Keller geflohen, der geile Typ. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, what? Wow, ich habe eine Heilung dabei. Alles gut. Oh, ich habe das Ventil. Ja. Bisschen Heilung auf den Schlong. Geht wieder. Okay, der Generator ist direkt in meiner Nähe. Das ist schon mal lucky. Dann gibt es noch einen Dietrich. Yes, baby. Den Anhalter habe ich eben gar nicht gehört. Der hat sich eben gerade so rangemoglied. Irgendjemand stöhnt rum. Komm schon, ich muss das hinbekommen. Noch einmal jetzt mit Schmackes und dann haben wir es. So, die Frage, wie komme ich hier unten wieder raus, ne? Nix wurde hingerichtet. Uff. Eben gerade waren die auch alle schön zusammen. Jetzt sag nicht, die spielen im Team. Was? Zwei wurden... Alter. Okay. Das ist nicht so gut. Kleine und große Heilung habe ich hier. Weg nach oben, Fragezeichen. Oh, nö. Irgendjemand hat da oben irgendwas aufgemacht. Der Koch hat dich gehört, als ob. Wow, jetzt bin ich der Letzte. Ja, aber die Tür da drüben war zu. Ich muss den Weg nach oben finden. Ich habe doch eins geknackt. Alter, als ob ich hier jetzt nochmal knacken muss, oder was? Oh, nee. Oh, nee. Bah! Verflucht, der Koch! Ah, der macht ganz schön Schaden, der Dude. Wie komme ich hier raus? Da wäre ein Dietrich drin, aber den kann ich niemals looten jetzt. Never. Und da muss ich irgendwas mit dem Strom machen. Ich habe wieder oben das geöffnet, was wir letztes Mal hatten, durch das Ventil. Geht's da hoch?
Ja, leck mich doch, da geht's hoch. Ich hab noch eine Heilung. Stay sharp. They could be anywhere. Stay frosty. Oh, great. I can use this. Ja, damit. Ich höre die Kettensäge. Oh mein Gott, da ist er eben gerade an mir vorbeigelaufen. Oh no. Alright. Opa! Geht's da raus? Druckventil, was? Oh, nee. Das war. War das das? Ja, das war das, aber anscheinend ist es zeitgekoppelt. Oh Gott. Gehst du irgendwo runter? Exit. Aber hier geht's runter. Alter, was ist das denn für ein Schlachthaus? Uff. Uff. Nee, hier geht's nicht runter. Oh, Kacke. Oh, no. Oh, wow. Ich komme hier nicht durch. Okay, ich bin tot. Oh no! Oh Gott, ich bin so am Arsch. Nein, hier ist zu. Yo, Opa! Ich hasse dich, du blöde Sau. Kann man den nicht irgendwie verprügeln? Kann man den nicht verprügeln? Den kann man doch irgendwie bedrohen, den Opa. Okay, hier kann ich wieder runter. Ah, warte. Ich schenke euch keinen Sieg. Muss ich jetzt nochmal den Generator aktivieren? Und dann nochmal hoch? Ey. Ihr macht mich fertig, Leute. Ihr macht mich fertig. Dieser Koch, wie er immer am Lachen ist. Die blöde Sau. Wo war der Generator? Jo, den muss man wirklich nochmal aktivieren. Mies. Und dann muss ich schnell einen Weg nach oben finden. Und wieder da hinten hin in die Ecke. Komm schon. Das Spiel macht mich emotional kaputt. Der Weg nach oben. Ich... I don't know. Ah, wie geht's hier raus? Hier. Durch. Hier ist Exit. Hier ist Exit. Hier ist Exit. No! 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 Wo bin ich? Sportlermann!
Ja. Ist da hinten offen? Ja, ja. Ich bin frei. Oh Gott. Oh mein Gott. Oi, 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 oi. Derbe. Absolut derbe. Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. 2000 Punkte geholt. Bis zum nächsten Mal. Bewerten, kommentieren. Ich muss noch reinkommen, aber es wird. Auf Wiedersehen und tschüss.